Der Tagessieger in der Kategorie Formula hier in Kühlungsborn beim Multivan Windsurf Cup steht nun neben mir. Das ist Vincent Langer. 4 Rennen sind gefahren, 3-mal konnte er den ersten Platz einfahren. Vincent, bist du happy und fühlst du dich glücklich damit? Ja, klar bin ich happy. Wir haben den ganzen Tag gewartet. Wir hatten wirklich den ganzen Tag überhaupt gar keinen Wind. Ganz zum Schluss ist wirklich nochmal eine Brise gekommen. Die Brise hat sich dann zu einem kleinen Sturm entwickelt. Also wir waren wirklich voll angepowert mit unseren Formula-Segeln. Die sind bis 12 Quadratmeter groß, also wirklich Riesenlatten, die wir da gefahren sind. Wie du schon gesagt, 4 Rennen, 3 konnte ich gewinnen. Es war aber schon relativ spannend. Nico hat ordentlich Druck gemacht, hat einige taktische Finessen daraus gehauen. Gunnar ist sehr gut gefahren, hat das letzte Rennen sogar gewonnen. Letztendlich bin ich natürlich glücklich, konnte 3 von 4 gewinnen. Den 4. kann ich streichen. Das heißt, ich habe 3 Erste, die in die Wertung eingehen. Das ist eine Idealpunktzahl. Besser geht's nicht. Aber wir haben morgen noch einen Tag. Die Windvorhersage sieht nicht überragend aus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht noch mal aufs Wasser kommen.